Willkommen zurück zu einer weiteren Folge zum 8-Bit-Computer und ihr seht, heute kommen die beiden anderen Flipflops dran, und zwar den JK und den T-Flipflop. Und essentiell bestehen beide aus dem SR-Flipflop, den wir vor ein, zwei Wochen schon hatten. Das ist im Grunde derselbe Aufbau, ihr müsst euch vorstellen, hier waren eigentlich S und R. Und dann waren die hier einfach dran verbunden und dann haben wir unser SR Flipflop. Aber falls ihr euch erinnert, hatte unser SR Flipflop ein Problem. Und zwar, wenn beide aktiviert waren, dann gab es einen bestimmten Vorrang, der dann eben darüber entschieden hat, welcher Zustand jetzt gewählt wird. Aber es ist nicht immer unbedingt nützlich, dann einen Befehl über den anderen zu priorisieren. Das ändert hier unser JK-Flipflop, auch Jump-Kill-Flipflop genannt. Und zwar ändert es insofern, dass wenn beide angeschaltet sind, dass einfach eine Zustandsänderung auftritt. Also egal was vorher war, der andere Zustand wird gewählt. Hier haben wir auch nochmal den Truth-Table. Also wenn C 0 ist, also die Clock ist aus, dann ist logisch, dann passiert gar nichts, dann werden die Eingaben gar nicht erst erkannt. Dann kommt es eben zum Zustandserhalt. Wenn die Clock hochgeht, aber alle Eingaben 0 sind, dann bleibt es eben auch so, wie es vorher war. Wenn wir dann ein J haben und eine Clock, dann geht es an. Wenn wir ein K haben und die Clock, dann geht es aus. Und wenn wir beide haben und die Clock nehmen, dann soll es bitte den Zustand ändern. Und an sich, es ist gar nicht so viel, was wir hier noch dazu bauen müssen. Es sind zwei AND-Gates und ein NOT-Gate. Und die AND-Gates kommen, wie hier beim SR-Flip-Flop, einfach davor. Ja, wir nehmen die und packen die hier hin. Die Ausgaben von den AND-Gates kommen natürlich hier in die AND-Gates von davor. Und die Eingaben kommen hier rein. So. Aber was machen wir jetzt hier mit den anderen beiden Eingaben? Die müssen wir natürlich auch noch verkabeln. Und das machen wir nämlich mit dem Ausgang hier drüben. Wir nehmen also hier den Ausgang vom AND-Gate und packen den hier ins K rein. Und was jetzt passiert ist, wenn hier das angeschaltet ist, dann wird K quasi erlaubt, sich zu ändern. Also dann kann man hier eine Eingabe machen. Wenn es aber ausgeschaltet ist, dann wird die Eingabe von K gar nicht registriert. Selbe machen wir mit dem J, aber wir müssen noch ein NOT-Gate dazwischen packen. Komm schon. Achso. Ja, ich war noch im Verkabelungsmodus und dann hat es nicht geklappt. Also, wir nehmen die Ausgabe, packen es in ein NOT-Gate, packen das hier ins J rein. Und jetzt seht ihr, die eine Ausgabe hier vom AND-Gate ist angeschaltet. Das heißt, wir können jetzt tatsächlich hier umschalten auf den Finger. Jetzt können wir hier tatsächlich eine Eingabe vornehmen. Ihr seht, das geht an. Wenn wir jetzt auf die Clock drücken, dann geht das auch an. Wenn wir jetzt nochmal aufs J drücken, dann passiert gar nichts mehr, weil ihr seht, das NOT-Gate ist invertiert. Das heißt, hier geht die erste Eingabe gar nicht an und dann bringt es gar nichts, hier das J zu machen. Das heißt, es macht keinen Unterschied. Aber jetzt können wir das K anschalten. Und weil die Ausgabe hier an ist, geht die Eingabe hier an. Und damit haben wir wieder die Möglichkeit, es auszuschalten. Und natürlich könnte man sagen, geht das nicht andersrum? Und ich sage euch, nein, es geht nicht andersrum, weil ihr das dann nicht einstellen könnt. Quasi, wenn ihr hier die Ausgabe dazu macht, dann könnt ihr das nur anschalten. Wenn ihr die invertierte Ausgabe dazu macht, dann könnt ihr es nur ausschalten. Also es macht überhaupt keinen Sinn. Und wir haben auch noch den letzten Zustand, nämlich die Zustandsänderung, wenn beide angeschaltet sind. Dann, ihr seht, das ist auf 0, jetzt ist es auf 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Also ihr seht, das wechselt immer den Zustand, den es davor hatte. Es liegt halt eben daran, je nachdem, wie die Ausgabe ist, geht eines der beiden Knöpfe hier dann entsprechend an und wechselt dann den Zustand. Und das mit jedem Clock-Puls quasi. Ja.
So viel zum JK Flipflop. Und dann kommen wir zum T Flipflop. Und das ist wirklich einfach. Ihr müsst euch vorstellen, das hier ist unser JK Flipflop. Wir nehmen einen Stein weg, einen Knopf weg. Und die Ausgaben, die Eingaben holen wir einfach von einem einzelnen Knopf. Ist ähnlich wie beim D Flipflop. Nur dass wir keine Invertierung brauchen, weil beide eben gleichzeitig angeschaltet werden sollen. Und das ist logisch, T-Flipflop wechselt immer die Eingabe jedes Mal. Wechselt immer die Ausgabe jedes Mal, wenn man eine Eingabe gibt. Und natürlich, wenn T aus ist, dann passiert auch nichts mehr. Also, das ist unser T-Flipflop. Ist relativ einfach, muss ich nicht viel erklären. Wenn die Clock natürlich 0 ist, passiert gar nichts. Wenn die Clock 1 ist, aber T ist 0, dann macht es keinen Unterschied. Und wenn T 1 ist und die Clock geht, dann wechselt das immer. Genau. Und das ist schön und gut. Wir brauchen tatsächlich noch ein bisschen mehr Technik, um unseren Programmzähler zu bauen. Denn das ist hier quasi das Ziel dieser kleinen Reihe jetzt hier. Und zwar brauchen wir einen T-Flipflop mit JK-Vorrang. Das heißt also, wir haben einen T-Flipflop, der genauso funktioniert wie davor, aber wir brauchen erstmal JK-Eingänge und sie müssen eine höhere Priorität haben als der T-Eingang. Ihr wisst ja noch vielleicht vom Programmzähler, dass er so ein ZI hatte, also er speichert dann die Werte, die man ihm gibt und soll von dort an weiterzählen. Und dazu brauchen wir natürlich einen Vorrang vom Setzen und Zurücksetzen. Und wenn dann noch ein T dazu kommt, dann kann das natürlich den Zähler eine andere Zahl anzeigen lassen. Das heißt, wir müssen quasi die Eingabe blockieren. Das machen wir folgendes, und zwar mit drei OR-Gates und einem AND-NOT-B-Gate, okay? Also ihr wisst es sicherlich noch, ansonsten habe ich es nochmal hier unten. Das hatten wir ganz am Anfang, erste, zweite Folge, da habe ich euch verschiedene Logic Gates gezeigt und hier haben wir nochmal das AND NOT B. Also wir haben A0, B0, dann ist C0. Wenn A1 ist, dann ist C auch 1. Wenn B0 ist, ist komplett egal, was A ist, es ist immer 0. Und genau das verwenden wir. A ist in dem Fall unser T und B ist entweder unsere J- oder K-Eingabe, je nachdem, was wir einstellen wollen. Und daher können wir das nutzen, um quasi die Eingabe von T zu blockieren. Ich habe gesagt, J oder K, das heißt natürlich, wir brauchen hier ein oder dazwischen und dann unser AND NOT B. Das T wird zum A, unser J und K wird zusammengepackt und wird zu unserem B. Das heißt, wenn wir ein bisschen heranzoomen, dann seht ihr es hier an dem kleinen C auch. Wir können T an- und ausschalten. Aber sobald wir sagen, wir wollen etwas reinpacken, dann wird das sofort blockiert und wir können gar nicht mehr mit T schalten. Und dementsprechend haben wir jetzt hier unsere T-Eingabe theoretisch, aber so, dass es eben kein J oder K sein darf. Und dann fügen wir hier nochmal zwei OR-Gates hinzu. Einmal für unser T, das wird einfach unsere erste Eingabe. Und die anderen Eingaben werden unser J und unser K. Also das J hat hier oben die Eingabe und unser K hat hier unten die Eingabe. Wenn wir quasi sagen, wir wollen hier schalten, und das müssen wir natürlich auch noch verbinden, wenn wir sagen, wir wollen hier einfach schalten, einfach weiterzählen, dann können wir das machen. Also ihr seht, das funktioniert einfach. Wenn wir aber sagen, wir wollen das jetzt setzen und es ist egal, ob das T an ist oder aus, dann können wir es trotzdem setzen. Wenn unser T an ist und unser K auch angeht, wir sagen schalten, ist egal, es geht trotzdem aus und es bleibt auch aus. Und das brauchen wir. Das brauchen wir für unseren Programmzähler. Damit wir den eben bauen können, brauchen wir eben einen T-Flipflop mit JK Vorrang. Aber der kommt erst in der nächsten Folge dran, denn wir sind hier schon bei 10 Minuten und ich würde sagen, das ist genug für eine Folge.
Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.